Moin liebe Camper, in diesem Video möchte ich euch das Alco-Abfuhrsystem vorstellen. Das sind elektronische Schwerlaststützen. Wie die funktionieren, wie man die selbst einbaut und warum ich niemals mehr darauf verzichten werde, zeige ich euch in diesem Video. Als allererstes, was ist überhaupt Alco-Abfuhr? Und zwar sind das elektrische Hubstützen, die eure Schwerlaststützen quasi ersetzen, dass ihr nicht mehr mit einem Akkuschrauber oder mit einer Kurbel drehen müsst, sondern einfach per Fernbedienung den Wohnwagen hinstellt. Wir haben 4 Elektromotoren an den Hubstützen und was ich schön finde, dass wir gleich die Alco Bigfoots dabei haben und wenn wir mal vom Gewicht sprechen, lediglich 20 Kilo mehr Gewicht. Bevor ich mir das System gekauft habe, habe ich auch versucht, Videos darüber zu schauen. Da wird aber immer nicht der Einbau besprochen. Und ich habe mir das selber zurechtgefummelt. Das ist wirklich relativ einfach. Man muss ja, wie gesagt, nur die Stützen ersetzen. Ihr schraubt quasi eure Schwerlaststützen einfach ab. Wie man hier sehen kann, wir haben sie ja schon ein halbes Jahr im Gebrauch und können auch wirklich sagen, dass das wirklich gut ist. Aber ich habe extra eine abgebaut, um euch mal zu zeigen, wie das funktioniert. Das ist quasi ja jetzt die Alco-Abfuhrstütze. Die alte wird einfach mit 2 Schrauben abgeschraubt, sieht man auch gleich nochmal unter. Und dann ersetze ich quasi jeweils die Schwerlaststütze für die jeweilige Seite, was auch sehr gut in der Beschreibung beschrieben wird. Wenn ihr eure Stütze abgeschraubt habt, sieht das so aus, außer dieses Blech. Das ist bei dem Alco-Abfuhrsystem dabei. Das schiebt ihr einfach hier unter und dann steckt ihr das hier über die Bolzen rein. Und dann wird quasi die neue Alco-Abfuhrstütze hier reingemacht. Wichtig ist dabei, dass ihr bitte an diese schwarze Muffe hier hinten denkt. Als ich das eingebaut habe, habe ich das bei allen 4 Stützen nicht beachtet und musste alles nochmal neu machen. Um euch das zu sparen, denkt bitte an diese Muffen hier, damit eben hier genau der Bolzen reinpasst. So, wenn ich das Blech montiert habe und wie gesagt die schwarze Muffe drauf gesteckt habe, stecke ich die Schwerlaststütze einfach hier hinten rein. Dann muss ich darauf achten, dass ich das Kabel nicht einklemme und dass ich das alles hier passend zurechtdrücke einmal. Dann drehe ich die beiden 8er Stoppmuttern hier rauf auf die Bolzen und schraube die einfach fest. So. Dran denken, nach fest kommt ab. Wenn wir alle 4 Schwerlaststützen ersetzt haben, kümmern wir uns um die Elektrik. Und ganz ehrlich, da müssen wir auch kein Elektriker sein. Das kriegen wir hin, das ist nicht schwer. Und zwar haben wir ein Steuergerät, was sehr gut beschrieben ist, welche Kabel wohin müssen. Vorne links, vorne rechts, hinten links, hinten rechts. Und dann haben wir natürlich auch noch einen Batterieschalter, damit er nicht andauernd Saft zieht und schließen das an die Mover-Batterie an. Ja, die solltet ihr haben. Also ich bin ehrlich, wer sich so ein System einbaut, hat sicherlich auch einen Mover. Und da schließen wir die jetzt mal an. Als allererstes gucken wir, wo das System hin soll. Wo stelle ich das Steuergerät hin? Wo den Batterieschalter? Ich habe mir auch eine Holzkiste dafür gebaut, damit ich nicht alles in den Boden schrauben muss. Und dann bohre ich mit dem 16er Bohrer einmal durch den Boden. Ich muss ehrlich sagen, ich war auch ein bisschen nervös, aber passieren tut da nichts. Achtet bitte da unter drauf, nicht, dass ihr an irgendwelchen Rahmen bohrt oder dass ihr irgendwelche Kabel oder Wasserleitung verletzt. Bitte einmal ausmessen und gucken, wo ihr dann am Ende rauskommt. Das Steuergerät habe ich jetzt hier in den Boden geschraubt und hier sind die einzelnen Anschlüsse der jeweiligen Stützen. Das bedeutet, wir müssen die Kabel natürlich der Länge nach kürzen. Jeder Wohnwagen ist natürlich anders lang. Wenn ich jetzt zum Beispiel vorne links die Stütze habe oder vorne rechts, dann muss ich ja unter das Kabel langlegen, zeige ich auch gleich nochmal und komme hier dementsprechend natürlich bei meinem Loch raus. Und damit ich nicht so viel Kabelsalat habe, habe ich das der Länge nach gekürzt. Macht euch bitte irgendwie ja, mit Tesafilm oder irgendwas einen Zettel ran, dass ihr genau wisst, welche Schwerlaststütze ihr ansteuern wollt, weil dementsprechend müssen wir die natürlich hier im Steuergerät anschließen.
Ja, die Kabel befestigt ihr einfach am Unterboden mit den mitgelieferten Haltern und kommt dann, wie gesagt, bei dem Loch raus, was ihr quasi ausgemessen habt. Dann setzen wir den Batterieschalter noch dazwischen, wie gesagt, damit er nicht andauernd Strom zieht. Und ich habe hier, wie gesagt, mir diese Kiste gebaut. Warum? Weil der natürlich eine Tiefe hat und ich wollte jetzt nicht irgendwie mit einer Lochkreissäge mir im Fußboden bohren. Deswegen habe ich hier eben, wie gesagt, mir den Hohlraum gebaut. Hätte man vielleicht schöner bauen können. Tischler sagt, was ist das denn? Aber sieht ja meiner Meinung nach keiner. Funktioniert. Hier kommt der Zwischenschalter rein und wird zwischen Batterie Plus sozusagen geklemmt. Auch nochmal extra abgesichert. Und ja, dann würde ich sagen, dann starten wir mal das System. Bevor ihr das erste Mal die Stützen ausprobiert oder nutzt, hier haben wir eine Einstellung an der Seite. Das bedeutet, wir haben hier einmal L, M und H. Und zwar bedeutet das, wie hoch die Stützen euer Wohnwagen drücken. Also wir haben einen aufgelasteten Knaus Südwind 580 QS mit 1900 Kilo und ich habe das auf M. Reicht vollkommen aus, könnt ihr euch gleich angucken. Übrigens, das Niveau ausgleichen kann das Gerät nur teilweise. Ich weiß, es gibt ein Level-C-System, das kostet 3.500 Euro. Ganz ehrlich, das kann man sich, glaube ich, wirklich sparen, weil wenn ich einen Mover habe, der wirklich ein bisschen Dampf hat, dann hole ich mir einfach Auffahrkeile. Eigentlich brauche ich nur einen, links oder rechts. Wir nutzen, wie gesagt, das System seit einem halben Jahr und hatten nie ein Problem. Lediglich ein Auffahrkeil hier unter und dann fahre ich teilweise eben auf diesen Keil rauf und den Rest macht das System alleine. Die Fernbedienung lässt sich auch einfach bedienen, natürlich einschalten. Das hier oben braucht man nicht beachten, das ist für den Alco-Mover da. Ja, lediglich hier unten die Tasten. Wir haben hier einmal, wenn wir das System runterfahren wollen oder eben hoch, dann drücke ich die Tasten durch, bis es piept. Erst fahren die beiden hinteren Stützen runter. Kann man sehr schön sehen. Und nochmal hier auch sehr gut die Alco Bigfoots. Die tragen wirklich auch beim nassen Rasen und so weiter. Finde ich richtig gut. Hier kann man sehr schön sehen, wie hoch der Wohnwagen gedrückt wird. Das Schöne ist dabei, dass er dann auch wirklich standfest ist und nicht wackelt. Ich habe gerade gestern mit einem Kumpel gesprochen, der sagte, ja, er baut sich jetzt noch andere Stützen unter mobil, weil eben die Schrittbewegungen im Wohnwagen ihm zu stark sind. Das hat man hier nicht mehr, das ist alles weg. Und dadurch, dass die Verstärkung eben, wie gesagt, ist, tut dem Wohnwagen das auch nichts Schlechtes. Hier auch nochmal bei der Einstellung ganz gut zu sehen, glaube ich, bevor ich hier unten knie und eine Kurbel ansetze oder noch mit dem Akkuschrauber irgendwie mir am besten hier noch irgendwelche Kratzer reinhau, drücke ich einfach hier oben ganz entspannt auf den Knopf und fertig ist und das System fährt runter eben oder hoch. Ja, ich denke, ich konnte mein Wort halten. Man kann das wirklich einfach einbauen. Lasst euch nicht erzählen, das muss irgendein Wohnmobilhändler irgendwo mit Werbung machen. Das ist völliger Bullshit, das könnt ihr ganz alleine. Wie gesagt, ich habe, glaube ich, knapp 2 Stunden dafür gebraucht. Ich bastel auch gerne an meinem Wohnwagen rum. Ich denke mal, euch geht es ähnlich. Dann gibt es natürlich auch welche, die sagen, was soll ich mit so einem Blödsinn? Ich kann ja einen Akkuschrauber nehmen oder eben eine Kurbel. Sehe ich nicht so. Das erste ist, dass ich eben den Wohnwagen niemals so stabil hinstellen kann wie das jetzt. Oder aber auch, wenn wir kommen gerade aus Kroatien wieder, gerade auf dem Rastplatz. Wie geil ist das? Man steigt aus, eben per Knopfdruck einmal die Kurbeln runter. Ich muss nichts weiter machen. Oder wenn es regnet, muss ich nicht weiter draußen rumbasteln. Das funktioniert wirklich richtig gut. Zudem ist das auch noch eine Diebstahlsicherung, weil so einfach kann ich das nicht hochkurbeln. Da brauche ich eine spezielle Nuss für. Und zu guter Letzt ist es so, um auch die Parzellen richtig auszunutzen, kann ich den Wohnwagen ganz zurückfahren an die Hecke ran, weil ich muss ja eben nicht mehr hinten ran kurbeln oder mit dem Akkuschrauber, sondern kann den Platz sehr gut ausnutzen. Ja, ich kann euch das Ganze nur ans Herz legen. Wie gesagt, wir sind richtig zufrieden mit dem System. Und wer sagt, das hat nicht mehr viel mit Camping zu tun, sehe ich auch anders, weil ich finde, Camping ist für mich Freiheit genießen oder eben mit netten Leuten, so wie euch, zu tun zu haben auf dem Campingplatz. Das bedeutet für mich Camping und nicht an irgendwelchen bescheuerten Stützen rumzukurbeln. Übrigens war das in komplett eigener Sache. Ich werde nicht finanziert von irgendeinem Wohnwagen- oder Wohnmobilhändler oder von Alco direkt. Ich wollte euch lediglich einen Gefallen tun
und eben, dass ihr hoffentlich so viel Freude an dem System habt wie wir. Wenn ihr mir einen Gefallen tun wollt und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen da oder abonniert mich. In diesem Sinne, wir sehen uns auf dem Campingplatz.